Habt ihr Lust auf etwas koreanisches Skincare? Die aktuelle Warna-Box von Stylevana ist eingetroffen. Wir schauen rein. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr lieben Abonnenten, ich freue mich sehr, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Hier steht sie, die Warna-Box, die aktuelle von Stylevana. Im Februar ist sie herausgekommen und sie ist auch noch zu kaufen, so wie ich das gesehen habe. Stylevana bringt ab und an, ich kann nicht genau sagen in welcher Frequenz, vielleicht alle 2-3 Monate, eine Warna-Box mit Skincare oder Make-up raus. Preis liegt immer so um die 50 Euro und man erhält hauptsächlich Full Sizes. Also man bekommt einiges für sein Geld. Darum sind diese Boxen immer sehr spannend, insbesondere auch um koreanische Skincare ein bisschen weiter auszuprobieren. Die Warna-Box kommt immer in der gleichen Aufmachung, in einem süßen, rosanen Karton. In der Innenseite des Deckels findet man die Tagesroutine, Tages-Skincare-Routine, was man morgens machen soll, was man zur Nacht hin machen sollte. In den Boxen liegt dann ein solches Kärtchen. Auf der Rückseite findet man die einzelnen Produkte aufgeführt. In dieser Box sind es 7 Stück und die einzelnen Produkte sind auch ein wenig erklärt. Hier oben haben wir dann noch einen QR-Code, wo man weitere Informationen zu den Produkten bekommen kann. In dieser Box haben wir noch eine weitere Karte. Hier ist ein Code aufgeführt, mit dem man 25% auf bestimmte Marken Preisnachlass bekommen kann. Dann haben wir zum Schutz Luftpolster und noch ein Tütchen. Das sind Proben, die jedes Mal mit beigelegt werden. Schauen wir uns mal an, was wir dieses Mal haben. Wir haben zum einen eine Milk Essence Mask Sheet, Milchproteinextrakt. Da scheint einiges an Produkt drin zu sein, Made in Korea natürlich. Wie viel Milliliter haben wir denn dabei? 25 Milliliter sind es. Viel auf Koreanisch geschrieben, häufig aber auch einiges in Englisch mit dabei. Das Gesicht reinigen, Maske an der Gesichtslinie platzieren und 15 bis 20 Minuten auf der Haut belassen. Das als erste Zugabe. Und die zweite Zugabe ist eine Probe. A Daily Care Cleanser Calming and pH Balancing von Skin 1004. Jawohl. Ah, da sieht man es auch. So kennt man Skin 1004 oder 1004. Ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Madagaskar Centella. Kommen wir jetzt aber zu den 7 Produkten. Ich bin sehr gespannt. Das ist alles nochmal ordentlich in Luftpolster eingepackt. Bisschen Seiden. Papier und dann Luftpolster. Ich glaube, die Box können wir in dem Fall wegstellen. So sieht das Päckchen aus. Noch einmal extra geschützt und das hat richtig Gewicht. Das sind alles Full Sizes, die wir hier erhalten. Dann öffnen wir das Ganze einmal. Und ich greife einmal rein. Als erstes Produkt haben wir etwas von Toriden. Und zwar das Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Serum mit 50 Millilitern. Das ist eine Plastikflasche mit einer Pipette, um das ordentlich dosieren zu können. Das hat so eine leicht bläuliche Farbe. Und dieses Serum soll die Haut intensiv hydratisieren, also ganz viel Feuchtigkeit auf und in die Haut bringen als Serum nach der Gesichtswäsche. Haltbar bis 2026 steht hier. Ein interessantes Produkt zum Ausprobieren. Und Hyaluronseren, das ist ja schon etwas Gängiges, was auch gerne benutzt wird. Das nächste Produkt. Wieder Hyaluronic Acid Airy Sunstick. Das ist ein Sonnenschutz. Ja, hervorragend. Und zwar von Isntree mit SPF 50 PA++ UVA UVB. Also ein wirklich schöner, hoher Schutz. Wir schauen da mal rein.
Das kommt in dieser Stiftform. Eine interessante Form hat der Stift. Der ist nicht ganz oval, sondern spitzt sich an der einen Seite zu. Vielleicht soll sich dadurch das Produkt einfacher auftragen lassen. Und hier haben wir die Sonnencreme, die man sich dann wunderbar, insbesondere auch unterwegs, auf die Haut aufgeben kann. Das ist eine schöne, saubere Sache. So ein festeres Produkt, gerade für unterwegs, damit man sich nicht cremen muss. Sehr schön, also gerade für unterwegs, wenn man den Sonnenschutz wieder auffrischen möchte. Das dritte Produkt in einer grünlichen Verpackung. Unique Centella Calming Gel Cream mit Centella Asiatica Leaf Water 72% und Tea Tree Leaf Water 10%. Brightening und Wrinkle Care, also das soll aufhellen und gegen Falten wirken. 60 Milliliter haben wir hier. Die Sachen sind alle sehr gut versiegelt. Das kommt in so einer Tube und ist extra noch einmal versiegelt, was ich sehr, sehr schön finde. Diese Creme soll dabei helfen, insbesondere ölige Haut, sensitive Haut oder aknebelastete Haut zu beruhigen und zu hydratisieren. Auch ein spannendes Produkt. Die Marke kenne ich noch nicht. Da freue ich mich, dass was Neues dabei ist. Diese Marke kenne ich. Haru Haru Wonder Black Rice Moisture Deep Cleansing Oil. Ah, ich kenne den Toner. Den habe ich wirklich gerne benutzt. 150 Milliliter haben wir. Und hier haben wir ein Reinigungsöl. Das ist auch die typische Aufmachung dieser Marke. Ebenfalls haltbar bis 2026. Und das kommt in so einem praktischen Pumper. Das kann man sich dann ans Waschbecken stellen. Und wenn man es benötigt zur Reinigung, drückt man einfach drauf. Hat auch eine ölige Textur. Das sieht man schon, wenn man das so ein bisschen hin und her bewegt. Ein weiteres schönes Produkt hier in der Box. Jetzt haben wir, oh, das hat eine interessante Haptik, das fühlt sich so ein bisschen gummiert an. Etwas mit Retinol haben wir hier, 0,1% Clinical Solution und dermatologisch getestet steht hier. Some by Me ist die Firma, ist etwas überklebt hier. Advanced Triple Action Eye Cream, das ist für die Augen ein Retinolpräparat. Sehr, sehr spannend. Das ist wieder etwas, was man am Abend verwenden muss, weil es die Haut empfindet. Macht gegenüber UV-Strahlen. Das heißt, wenn ihr das abends auftragt, morgens unbedingt an den Sonnenschutz denken. 30 Milliliter haben wir hier. Das ist eine gute Größe für die Augen. Und das letzte größere Produkt, das kenne ich auch. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Produkt. Das ist von der Marke I'm From, ein Reistoner. Die Koreaner arbeiten ja viel mit Reis als Inhaltsstoff. Haltbar wieder bis 2026. Also da hat man noch ein bisschen Zeit, die Sachen ausgiebig zu testen bzw. ins Backup zu stellen. Und hier haben wir den Toner. Der hat auch die Farbe des Reises. Das ist so ein Weiß. Das sieht irgendwie schon sehr frisch und hydratisierend aus, finde ich. Wenn man sich das nur so anschaut. Als Größe in 150 Milliliter haben wir hier. Das ist auch eine tolle Größe. Da hat man richtig lange was von. Und zu guter Letzt scheint noch eine Tuchmaske enthalten zu sein. Schauen wir mal, ob ich recht habe. Oh, das ist hübsch gemacht. Wow, das ist wirklich von der Aufmachung her sehr, sehr schick. Round Lab ist die Firma. 1025 Water Gel. Das wird was Hydratisierendes wieder sein. Eine Wassergel-Sheet-Maske mit 8 Typen von Hyaluron und 8 Typen von Aminosäuren. Ganze 30 Milliliter sind in dieser Packung enthalten. Das heißt, die Maske kann man deutlich öfter das als einmal benutzen, da so viel Flüssigkeit hier drin ist. Ach, das ist ja süß. Hier haben wir noch eine kleine Robbe oder ähnliches und eine Möwe. Sehr süß gemacht. Die Maske soll sensible Haut insbesondere vor den Umwelteinflüssen schützen. Da freue ich mich, das auch auszuprobieren. Spannende Sache, obwohl es eigentlich zu schade ist, so eine süße Verpackung zu öffnen. Aber man hat öfters was davon. 30 Milliliter. Das ist schon fast ein Full-Size-Serum. Hier unten haben wir noch ein Schiff. Sehr süß. Dann gibt es jetzt gleich das Fazit.
Hier noch einmal alle Produkte aus der Warna-Box im Überblick. 7 Produkte an der Zahl, alles Full-Sizes. Bei einem Preis von 50 Euro zahlt man ungefähr 7 Euro pro Produkt. Und ich muss sagen, das ist wirklich wert und es ist richtig spannend, um koreanische Skincare ausgiebig auszutesten. Nicht nur kleine Pröbchen, sondern man kann wirklich auch auf Langzeit schauen, wie verträgt meine Haut das und welche Wirkung hat das Ganze. Eine schöne Routine haben wir hier. Wir haben zum einen ein Reinigungsöl, dann als nächsten Schritt einen Toner, 2 Serien, einmal in Maskenform, einmal mit Pipette. Dann haben wir eine Gesichtscreme, das Calming Gel. Auch für die Augen ist etwas dabei, ein Produkt mit Retinol. Und zu guter Letzt, was wie ich finde niemals in so einer Box fehlen darf, der Sonnenschutz. Tolle Zusammenstellung, gefällt mir sehr gut. Ich bin unglaublich gespannt, die Produkte auszuprobieren. Da gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Wie gefällt euch die Box? Gibt es irgendein Produkt, das ihr besonders interessant findet, wo ihr richtig darauf Lust hättet, es auszuprobieren? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und vor allen Dingen auch, warum. Euch ganz lieben Dank, dass ihr gemeinsam mit mir in diese Box hineingeschaut habt. Und ich freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr solche Unboxings mögt, gebt mir gerne einen Daumen hoch oder hinterlasst direkt ein Abo. Eventuell ist eines dieser beiden Videos auch ein guter Vorschlag für euch, wenn ihr gerne weiterschauen wollt. Für heute ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf.